Auch wenn du in einem christlichen Elternhaus aufwächst, bedeutet es noch gar nicht, dass dein Leben immer richtige Entscheidungen trifft oder dass du immer auf richtigen Wegen laufen wirst. Es kann trotzdem passieren, dass man mal irgendwie die Spur wechselt. Und ich heiße herzlich willkommen den David heute bei uns. Auf Instagram heißt du Zane Vidal, das ist dein Künstlername. Aber heute darf ich dich David nennen. Ja, das darfst du. Genau, David, genau das hast du in deinem Leben erlebt. Du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und dennoch hatte dein Leben so holprige Schritte gehabt. Genau. Erzähl mal uns ein bisschen was davon. Ja, so kann man es sagen. Also, wo fange ich an? Ich fange mal am Anfang an. Und zwar, ich komme aus einem, nicht ursprünglich aus einem christlichen Elternhaus, sondern ich und meine Familie sind ursprünglich Hindus. Das heißt, meine Familie kommt aus Sri Lanka und dort ist man üblicherweise entweder Hindu oder Buddhist. Und meine Eltern waren im Bürgerkrieg verwickelt in Sri Lanka und haben Zuflucht gesucht nach Deutschland. Und du musst dir vorstellen, als sie nach Deutschland kamen, haben sie auch natürlich nach Gleichgesinnten Ausschau gehalten und es gab schon bereits Landsleute, die geflüchtet sind. Und im Nachhinein hat sich dann auch herausgestellt, dass es in der Stadt, wo meine Eltern waren, dass dort Christen waren, die an Jesus geglaubt haben. Es waren keine klassischen Hindus, sondern es waren neugeborene Christen, die anderen Landsleuten von Jesus erzählt haben. Und meine Eltern kamen dann zum ersten Mal mit Christsein in Berührungspunkte. In Deutschland und haben dann, ne? Genau. Und nachdem sie sich bekehrt haben, bin ich halt sozusagen in die christliche Familie halt reingewachsen, sage ich mal. Ne? Genau. Genau, du hattest mal im Vorgespräch erzählt, dass deine Mutter sogar eine Art prophetisches Wort erhalten hatte über deine Geburt. Genau. Erzähl mal dein Wissen. Ja, also ich bin das zweite Kind in der Familie. Das heißt, meine Schwester kam anderthalb Jahre vorher und da waren meine Eltern noch konservativ Hindus. Und als sie Jesus kennengelernt haben, war meine Mutter schon schwanger. Und dort gab es einen Gastprediger vor Ort aus Indien, der vor Ort einfach gepredigt hat, ein normaler Gottesdienst, wie jeder andere auch. Und man geht dann üblicherweise so in tamilischen Kirchen zum Pastor, um für den Segen zu beten. Und sie ging dann zu ihm und hat dann einfach gesagt, kannst du für mein Kind beten und hättest du eventuell einen Namen? Und der Pastor, der dachte sich wahrscheinlich, okay, mache ich mal. Ne? Und dann war er am Überlegen, sie haben gebetet. Und auf der Rückfahrt, man geht klassischerweise nach dem Gottesdienst immer nach Hause zu den Leuten. Und er war in der Fahrt die ganze Zeit am Sinnen. Und am Ende kam er zu meiner Mutter und sagte, ich hab einen Namen. Für das Paul Kind. David, genau. Wow. Paul David, also für die Leute, die es nicht wissen, ich heiße nicht nur David, sondern Paul David. Jetzt ist es raus. Das wusste ich auch nicht. Genau. Und zu dem Zeitpunkt war meine Mutter noch in der Schwangerschaft, sie war noch gar nicht so weit. Also ich war noch nicht so weit entwickelt, dass man hätte sagen können, ob es ein Mädchen oder Junge wird. Wow. Und meine Mutter hat dann, die war verblüfft, erstaunt natürlich. Okay, es wird ein Junge, mal schauen. Und als sie dann im Krankenhaus war, ein paar Monate später, stellte sich raus, dass ich ein Junge werde. Genau. Also Gott hatte wohl dein Kommen auf diese Erde schon sehr geplant gehabt. Ne? Richtig, genau. Samt dem Namen. Genau. Und das heißt, ihr wart dann so typisch christlich aufgewachsen. Ihr ging zum Gottesdienst und alles. Genau. Was man wissen sollte vielleicht ist, dass gerade so frisch bekehrte Tamilen, also Leute aus Sri Lanka, das ist die Volksgruppierung, dass sie sehr eifrig sind. Ne? Das heißt wirklich, das, was ich von klein aus kenne, ist halt, dass man die Sonntage niemals auslässt. Also man hat geregelte Gottesdienstzeiten, wie auch in der deutschen Gemeinde. Nur sind die Gottesdienste wirklich sehr temperamentvoll, wie die Kultur auch. Und man möchte Gott alles geben. Man ist dort und man klatscht. Und da ist sehr viel Herz dahinter, weißt du? Also du merkst das, ne? Wenn du in so eine tamilische Gemeinde gehst. Da ist jeder mit am Wirken, sage ich mal. Ne? Genau. Hattet ihr denn da auch schon, oder du in deiner Kindheit, so dieses Wirken Gottes in deinem Leben besonders verspürt? Also wenn du schon so ein verheißener Sohn warst, also der verheißene Sohn deiner Eltern, würdest du sagen, da war schon eine gewisse Salbung auf dir oder eine Berufung auf deinem Leben? Oder? Also
Ja, absolut. Also natürlich, ne? Die Bibel sagt auch, ne, dass vor unserer Geburt Gott uns schon beim Namen kannte. Er kannte jedes einzelne Haar, hat er schon gezählt gehabt. Und genau so hat sich das auch angefühlt, dass ich von klein aus wusste, alles klar, von den Erzählungen meiner Mutter, Gott hat mich gerufen beim Namen. Und aber so wirklich, so als Kind wahrgenommen habe ich Gott, während ich einmal schwer krank wurde, wo, ja, wie soll ich das sagen, also meine Situation war die, ich war sehr schwer krank, ich war in der Grundschule und es gab einen Tag, da habe ich nur noch Blut gebrochen. Ich hatte hohes Fieber, 40, 41 Grad Fieber, kannst du dir vorstellen. Und in diesem Moment ging es mir so schlecht und keiner wusste, was ich hatte. Die Ärzte wussten nicht, warum der kleine Junge Blut erbricht. Jeden Abend, ich wurde auf eine Kinderstation gebracht und dort musste ich einen Monat lang bleiben. Ne? So, es waren locker so 3 bis 4 Wochen und musste mich erholen. Ich hatte dann auch so eine Art Infusion gehabt, konnte mich nicht richtig ernähren, selbst ernähren. Und in diesem Moment war das einfach eine Höllenzeit für mich. Aber das, was ich wahrgenommen habe, war, dass Menschen für mich gebetet haben. Meine Eltern haben Pastoren gerufen. Sie haben alle mobilisiert. Ne? Sie haben schon den Glauben gehabt, dass man zu Gott beten darf, richtig, oder sollte. Dass, genau. Und gerade in meiner Situation, ich habe nicht die Kraft gehabt, zu Gott zu beten. Aber in dem Moment, als ich sah, dass meine Familie alles mobilisiert hat, Pastoren sogar, die normalerweise andere Sachen zu tun haben, sich die Zeit nehmen, um für den kleinen Jungen auf der Kinderstation zu beten. Da habe ich schon realisiert, alles klar, da ist was, da ist Dynamik hinter, da mobilisieren sich Leute und beten zu Gott. Und nach ein paar Wochen hat sich das auch gelegt, ne, dass ich dann wirklich diese Heilung erfahren durfte. Bis heute weiß keiner, was es war, aber ich weiß, dass Gott am Werk war. Ne? Das heißt, es ging von heute auf morgen auf einmal aufwärts und... Ja. Genau. Haben das deine Eltern damals als Wunder deklariert oder was? Ja, es ist absolut ein Wunder, ne? Weil die Ärzte haben uns nicht gesagt, dass ich sterben werde. Aber in der Situation war mein Fieber so hoch und mein Körper hat Reaktionen gezeigt, die anormal waren. Ne? Es waren Reaktionen, wo man in dem Moment dachte, der Junge stirbt jetzt gleich. Warum bricht er Blut? Wow. Ich meine, das sind so Sachen, davon habe ich bis heute noch nie etwas gehört. Aber in dem Moment, wenn man das rückblickend betrachtet, war es doch ein Wunder. Es war ein Wunder, wo Gott einfach Genesung, Heilung schenken durfte. Und ich habe es auch im Nachhinein öfter schon erlebt gehabt. Ne? Können wir auch gleich dazu eingehen. Ja, ja. Genau. Und obwohl du ja, sage ich mal, schon so gesalbt warst oder deine Eltern wirklich am lebendigen Glauben festgehalten haben, hat dein Leben eine nicht so schöne Wende genommen. Also so circa mit 15, ja ungefähr, so aus dem Vorgespräch weiß ich das, ging es für dich irgendwie so ein bisschen bergab. Da kam das Rauchen, Trinken, Partys und so weiter. Ja. Erzähl mal ein bisschen davon. Ja, also diese Abwärtsspirale, die begann einfach damit, dass ich sehr getaktet war in meiner Kindheit. Das heißt, ich bin immer regelmäßig in die Kirche gegangen und du musst dir vorstellen, in dieser Zeit habe ich einfach nur funktioniert. Das heißt, ich habe mich mit 12 taufen lassen und hat schon damals nach diesen Erlebnissen mit dieser Krankheit und dem Gesundwerden habe ich einfach verbunden, hey, ich bin Gott dankbar, ich möchte Gott alles geben. Und in unserer Gemeinde war es dann üblich, dass du dann, wenn du in einem guten Gespräch einfach den Eindruck vermittelst, dass du möchtest, dass man dich auch tauft. Und so habe ich mich taufen lassen und einfach in der Gemeinde gedient. Und habe einfach funktioniert. Ne? So mit 12 Jahren, ne, sagtest du. Genau. Ich kann dir mal so einen Alltag geben, so sonntags. Ich sage ja, ne, ich wollte brennen und ein Bruder in der Gemeinde hat uns jeden Sonntag abgeholt. Er hat gesagt, okay, ihr wollt was tun, dann hole ich euch jeden Morgen sonntags um 5.30 Uhr ab, morgens. Und wir sind 6 Uhr in der Gemeinde, beten 2 Stunden von 6 bis 8. Dann haben wir eine Stunde Pause und bereiten uns auf den Gottesdienst vor. Und der Gottesdienst begann von 10 Uhr bis 12 Uhr. Das heißt, ich habe in dem Gottesdienst dann Keyboard gespielt. Und nach dem Gottesdienst hatten wir noch eine Tochtergemeinde. Da bin ich dann mit meinem Vater und einem Bruder, sind wir in die nächste Gemeinde gefahren. Das heißt, wir hatten morgens unser Programm, während des Gottesdienstes morgens unser Programm und dann noch nach der Gemeinde, eine Tochtergemeinde. Und dann war schon Schicht im Schacht. Das Ganze hat sich anfangs so sehr gut erwiesen. Ne? Ich wollte brennen, was für Gott tun. Aber so zwischen 12 und 15 hat sich irgendwann so ein Automatismus entwickelt bei mir. Ich habe gesehen,
innerhalb der Gemeinde auch, gab es auch viele Enttäuschungen. Es gab viele Situationen in meinem Leben, wo ich einfach gemerkt habe, boah, du bist nur noch am Funktionieren, es läuft nicht in der Gemeinde. Ich habe auch damals versucht, etwas zu bewegen in der Gemeinde und wurde dann auch aus Erfahrung halt, oft auch ausgebremst und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich komme nicht voran. Und dieses Nicht-Vorankommen, dieses Gefühl, nicht einfach weiterzukommen im Glauben, man kannte alles, weißt du? Ja. Ich habe gespielt, ich konnte auch irgendwie ohne Noten spielen und ich habe einfach nur noch, ich war nur noch da und habe gespielt und irgendwo hat diese Zufriedenheit gefehlt, weißt du? Und ich glaube so, wie du schon sagtest, ab dem 15. Lebensjahr gab es dann so einen Switch auch auf meiner Schulseite. Und zwar, die Freunde werden älter, Freunde probieren was Neues aus, erzählen davon. Ja, ja. Das klingt interessant, wie ist das denn so? Und ich würde sagen, so von der weiterführenden Schule in die Ausbildung. Ich habe ja direkt nach der Schule meine Ausbildung begonnen. Ab da hatte ich mehr Freiheiten. Ich konnte mehr machen, mehr tun. Ich hatte mehr Vertrauen meiner Eltern gehabt und habe dann die ersten Kompromisse geschlossen. Das heißt, ich habe angefangen, mal in eine Shisha-Bar zu gehen. Ne? Das ist jetzt nicht direktes Rauchen, aber so hat das angefangen, dass ich einfach mal mit Freunden in eine Shisha-Bar gegangen bin und einfach probiert habe. Ne? Ja. Das sind ja gerade so, Shisha ist ja immer hier sowas mit Geschmacksrichtung. Ja, ne? Ja. Und das klang interessant für mich und es war damals die Zeit, wo das Ganze so Trend wurde. Ne? Und von einem Mal wurden zweimal, wurde dreimal, viermal, fünfmal. Anfangs hat sich das sehr schlecht angefühlt, was ich gemacht habe, aber mit der Zeit bin ich abgestumpft. Man gewöhnt sich an die Sünde auch irgendwo, ne? Genau, ich habe mich einfach daran gewöhnt und habe immer noch weiterhin mein Programm gemacht in der Gemeinde. Das heißt, ich habe weiter gespielt, ich habe einfach immer weiter funktioniert. Und ich sage immer so, da wo die Shisha-Bar nicht weit war, da war Alkohol auch nicht weit entfernt. Das heißt, es war so wie in einem Teich. Du schwimmst da rein und du denkst, ja, alles klar, hier kann ich noch stehen. Ja. Und jetzt probiere ich mal einfach mal ein bisschen tiefer reinzuschwimmen. Und ich habe dann angefangen, so einfach zu trinken. Kumpel ist dann 17 geworden, 18 geworden. Ne? Und irgendwann hat man dann einfach zum Anlass getrunken. Ne? Zum Anlass einfach getrunken und wir haben angefangen, einfach darauf anzustoßen. War auch nur einmal. Ne? Ja. Plötzlich hat der andere Freund Geburtstag gehabt, dann der andere. Und es war irgendwann nicht mehr der Anlass, sondern es war der Lifestyle. Ja. Das heißt ja, in der ganzen Zeit hattest du von dem, was du mit Gott gelebt hast, also es wurde zu Werken oder zu diesem Automatismus, wie du sagst, das hat dir nicht mehr das gegeben, wonach du gesucht hast. Aber wonach hast du denn gesucht? Oder was hast du darin bekommen, als du dann diesen anderen Lifestyle dir angelegt hast? Du, nichts Gutes. Also ich habe die Erfüllung gesucht, aber es hat sich einfach immer noch nicht greifbar angefühlt. Ich glaube, ich bin generell auch ein Mensch. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich bin sehr empathisch. Ich fühle mit Leuten, mit Situationen. Und ich brauche das. Also das ist auch übrigens so ein bisschen meine Liebessprache halt. Ne? Ich muss es fühlen, ne? So diese Nähe. Und in dem Moment habe ich gemerkt, die Nähe zur Welt, so nennen wir es einfach mal heute, ne? Einfach das Gesamte, ich habe die Welt nicht gespürt. Ich habe einfach immer nur den Eindruck gehabt, wenn du Dinge tust, wie trinken, Shisha rauchen und andere Dinge, das war jetzt zum Beispiel die letzte Instanz, die ich in Angriff genommen habe, ich habe auch Drogen genommen. Man muss dir vorstellen, erst mal Shisha rauchen, trinken. Ich habe nicht nur einmal getrunken, sondern mehrere Male. Sogar so weit, dass ich eine Alkoholvergiftung hatte. Ne? Dass ich einfach den Faden verloren habe. Und danach dachte ich, komm, es reicht. Und danach habe ich die nächste Instanz gesucht. Das ist meistens unweigerlich, dass man dann dort endet. Ne? Komplett, ne? Und es hat mich nicht mal aufgehalten. Das war nämlich keine Lektion, sondern im Gegenteil. Es war eher so dieses Sprungbrett, um zu gucken, okay, das war es nicht. Was gibt es denn noch? Und ich bin dann einfach in die nächste Szene reingerutscht, ne? Ja. Genau. Ja, und was haben denn deine Eltern so dazu gesagt? Haben sie das alles mitbekommen, deine Entwicklung? Ja, du hast mir was Besonderes von deinem Vater erzählt, wie er mit der ganzen Geschichte umgegangen ist. Denn ich glaube schon, dass kein Elternteil sich über sowas erfreuen würde, wenn man sieht, dass das Kind irgendwie keinen schönen Weg einschlägt.
Absolut. Also ich würde einfach mal sagen, wenn man so diesen kulturellen Aspekt betrifft, also meine Eltern sind sehr liebevoll, auch sehr modern eingestellt, aber in solchen Sachen sehr streng. Die haben nichts davon mitbekommen, dachte ich zumindest. Ich war auch ein ziemlich guter Lügner irgendwann im Laufe der Zeit, wo ich einfach immer wieder Ausreden hatte. Ne? Hier, die Bahn hatte Verspätung, die ist ausgefallen. Ne? Also Köln, man bewegt sich ja immer innerhalb von Köln. Und ich hatte immer nur Ausreden. Und meine Mutter, sie war immer in der Annahme, okay, der Junge macht was, aber was er macht, wusste sie nicht. Mein Vater jedoch, der wusste von allem. Ich habe jetzt im Nachhinein den beiden, nachdem ich komplett aufgehört habe, hat der Heilige Geist mich auch so etwas überführt, ihnen das sagen zu müssen. Und in dem Moment habe ich einfach nur gesagt, hey Mama, Papa, lass uns mal miteinander reden. Und die beiden haben sich hingesetzt, ne? Und war mir total unangenehm anfangs. Und ich habe gesagt, Leute, in der Zeit von so und so, da habt ihr euch bestimmt immer gefragt, was ich gemacht habe, ne? Wenn die Bahn mal ausgefallen ist oder so. Und ich habe dort gefeiert, Shisha geraucht und andere Sachen gemacht. Und meine Mutter total entsetzt, als ob es gestern passiert wäre. Und mein Vater, total tiefenentspannt, guckt mir in die Augen und sagt einfach nur, ich weiß. Wow. Und du musst dir vorstellen, in dem Moment war das wie so eine Ohrfeige in mein Gesicht, weil ich mir einfach dachte, dieser Mann wusste die ganze Zeit, dass ich irgendetwas mache, obwohl er dem niemals zustimmen würde. Und ich habe mir die ganze Zeit die Fragen gestellt, warum hast du mich nicht aufgehalten oder warum hast du mich nicht angesprochen darauf? Aber ich glaube, er kannte mich zu dem Zeitpunkt. Ich war stur, ich war jung, ich wollte einfach nur mein Ding durchziehen. Ich hätte womöglich vielleicht andere Wege gefunden. Aber in diesem Moment, als er mir sagte, ich weiß, mein Sohn, ich wusste, was du gemacht hast. An dem Tag hast du das gemacht und ich wusste, wo du hingehst. Wow. In dem Moment hat das mein Herz so richtig zerbrochen. Ne? Und ich glaube, so ist es auch mit Gott. Ne? So die Sünde, die wir heute, morgen, übermorgen tun, ist kein Geheimnis vor Gott. Ja. Und dennoch nimmt er uns an. Und das ist so diese Parallele, die ich mit meinem Vater verbinde. Halt. Ihm war es bewusst, aber trotzdem hat er mich geliebt. Ne? Und dich nicht abgelehnt. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner, nicht nur Gedanke, sondern auch ein Bild, wie du schon sagst, auf diesen himmlischen Vater. Und im Nachhinein würdest du sagen, er hat es richtig gemacht? Oder also ich bin ja heute auch Papa von drei Mädels. Und ich glaube, ich würde dann nochmal anders an die Sache rangehen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es doch, wie Gott es halt zugelassen hat. Ne, wir sehen ja auch, dass Gott oftmals die Herzen entweder verhärten kann oder auch öffnen kann. Und ich glaube, in dem Moment, ich kenne meinen Vater und ich weiß, dass, glaube ich, Gott da am Werk war, dass das Herz weich war für Gnade, für Barmherzigkeit. Und das war schön, ne? Genau. Okay. Ja, so lief dein Leben circa bis 19, 20 Jahre. Und dann gab es mal so einen richtigen Perspektivwechsel. Genau. Ist irgendwie irgendwas in deinem Leben passiert, dass du sagtest, so möchte ich nicht mehr weitermachen. Ja. Wie kam das dazu? Ja, es ist so schnell, wie ich halt hineingerutscht bin, so schnell kam Gott sei Dank auch eine Perspektive in mein Leben. Ich habe ja gerade erwähnt gehabt, dass ich einfach wirklich in so einen Teich hineingegangen bin und immer mehr die Tiefe gesucht habe. Und ich glaube, ab dem Punkt, wo ich im Zentrum dieses Teiches war, wo ich wirklich, sei es von Party, Feiern, Alkohol, Drogen, Exzesse, egal was ich gemacht habe, am Ende stand ich in einer Mitte. Und ich würde einfach sagen, dass diese Mitte mir keine Perspektive mehr gezeigt hat und ich nur noch aus dieser Mitte einen Rettungsring gesucht habe. Und du musst dir vorstellen, der eine würde jetzt vielleicht sagen, und plötzlich scheint es über mich oder Gott hat irgendetwas zu mir gesprochen durch eine Person XY. Bei mir war es wirklich eher die Stille, die es ausgemacht hat. Ich habe von heute auf morgen in meinem Lebensstil plötzlich ein Verlangen gehabt, eine Stimme. Ich wusste, dieses Verlangen möchte mir etwas sagen. Und es ist nicht das Verlangen, das ich habe, sondern Gott zeugt gerade ein Verlangen in mir. Und dadurch, dass ich halt in meiner Kindheit schon immer Berührungspunkte hatte, wie ich mit Gott halt interagiere in meinem Herzen, wusste ich, okay, Gott klopft wieder in meinem Herzen. Ne? Und in diesem Moment, als ich diesen Ruf wahrgenommen habe, habe ich einfach gemerkt, wie Gott einfach in meinem Herzen mir dieses Verlangen gibt, komm zurück. Und ich würde auch einfach dieses klassische Bild vom verlorenen Sohn nehmen. Ne? Ich war inmitten
der Schweine in meiner Umgebung, einfach umgeben von einem sündhaften Lebensstil, wo ich keine Perspektive habe. Und in dem Moment erinnere ich mich, ne, wie es ist, beim Vater zu sein. Also ich spreche von Gott selbst, ne, wie es bei ihm ist. Und er sagt, hey, du hast jetzt alles ausprobiert. Du hast alle Karten ausgespielt. Und nun, komm zurück. Und es war nicht die erdrückende Stimme Gottes, die mich rief, sondern es war wirklich eine sanfte, leise Brise in meinem Herzen, die gesagt hat, komm zurück. Und es war so still um mich herum, dass ich gesagt habe, Gott, ich muss zu dir zurückkommen. Ich muss zu dir zurückkommen. Und du musst dir vorstellen, ich bin einfach von heute auf morgen, habe ich einfach gesagt, ich höre komplett auf. Ich will aufhören. Ich will komplett nicht mehr zweigleisig fahren. Du musst dir vorstellen, ich habe ja alles parallel gemacht. Das heißt, ganz schön schwierig, so alles, ein doppeltes Leben zu führen. Ach, da muss man echt guter Manager sein, um beides gekonnt zu spielen. Und in diesem Moment habe ich einfach gesagt, ich lasse die Maske fallen. Ich lasse diese Maske fallen. Diese Maske hat mir nichts gebracht. Und ich bin einfach straight raus aus diesem Rad und musste natürlich auch gucken, dass mein Umfeld sich ändert. Ne? Weil das ist auch vielleicht ein Aspekt, den man erwähnen sollte. Das Umfeld macht so viel aus. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben die Erfahrung einfach gemacht, dass das Umfeld so viel auf dich auswirkt. Es waren immer Freunde, die einen eingeladen haben. Ja, ja. Freunde, die animiert haben. Sie haben mich nicht gezwungen, aber es war immer die Interaktion meiner Freunde, die mich immer dazu reingebracht hat. Und die Interaktion, die mich aber rausgeholt hat, war Gott. Das ist schön. Menschen haben mich in die Sünde hineingerufen, aber Gott ist es, der mich aus der Sünde rausgerufen hat und mich befähigt hat, einfach rauszugehen. Ne? Hattest du denn so mit Verdammnisgedanken zu tun gehabt? So, also während ich, also wenn ich kurz nochmal zurückgehe, in der ganzen Zeit, dachtest du irgendwie, Gott wird mir nie vergeben oder ich bin jetzt raus aus seiner Gnade oder wusstest du einfach immer, ich mach so lange, wie ich kann und irgendwann mal gehe ich zurück, oder? Es ist bei mir, glaube ich, nach heutigem Verständnis so, ich bin eine Zeit lang aktiv, habe ich mich dagegen entschieden, aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich in meinem Herzen dieses Gefühl von Umkehr hatte, also Buße, war es eher ein stetiges Fallen und Aufstehen. Ne? Ich unterscheide das ja auch selber immer so zwischen zwei Personen. Der eine entscheidet sich aktiv für das sündhafte Leben und die andere Person sündigt, aber steht auf und rennt zu Jesus. Das heißt, in diesem Moment, als ich diesen Switch hatte, bin ich zwar immer wieder gefallen oder in alte Muster von sündhaften Sachen halt, ne, wie das Trinken, da habe ich wieder gelegentlich getrunken. Dann gab es Situationen, da habe ich mal vielleicht gelegentlich wieder geraucht, aber es war eine ganz andere Herzenshaltung. Ich will wegkommen davon. Ja, ja. Und dann wurde mir irgendwann klar, okay, es ist wirklich mein Umfeld. Also ich komme immer wieder in diese Spirale zurück, gerade aus dem Umfeld. Da muss ich raus und ich habe dann andere Freunde gesucht. Und du musst dir vorstellen, ich habe losgelassen und auf der anderen Seite hat Gott mir wieder Türen geöffnet, wo ich einfach Leute um mich rum hatte, die mir Identität hineingesprochen haben, die mich mitgenommen haben auf Konferenzen, einfach an die Hand genommen haben. Und ich durfte wieder dienen, aber aus einer ganz anderen Identität heraus. Ich durfte dienen, nicht weil ich musste, damit Leute sehen, ach, er macht was, sondern es war dienen, um Gott näher zu kommen. Und ich glaube, wir dürfen da immer noch wachsen, ne, im Dienst. Ne? Ja, ja. Das heißt, du hattest dann plötzlich wieder dieses Feuer gehabt, was du ja gefühlt in Kindheit gehabt hattest, also Gott näher zu sein, seine Güte, Gnade und Liebe alle so nah zu erfahren. Ja, da gibt es noch so viel zu erzählen, aber irgendwann mal bist du ja auch aus der Gemeinde rausgegangen, weil du einfach dort nicht mehr weiter wachsen konntest. Ne? Jetzt war dieses Feuer da, was keiner wirklich handeln konnte, kann man das so sagen? Absolut, absolut. Genau, also es war Feuer da, aber auch im Gemeindebild, sage ich mal, spielt es eine Rolle, mit wem du dich umgibst halt. Ne? Du kannst zwar in der Welt sein und immer die Leute auf immer die Schuld auf Leute schieben, die nicht danach leben, nach christlichen Werten, aber auch im Gemeindekontext müssen wir darauf achten, mit wem wir uns umgeben. Bewegt die Gemeinde sich nach vorne? Möchte die Gemeinde wirklich Jesus nachfolgen, alles liegen und stehen lassen und nach vorne brechen? Oder einfach, einfach auf seinem Stuhl bleiben, in seinen vier Wänden und einen schönen Gottesdienstablauf, ein Event zu machen, sage ich mal. Und da wollte ich unbedingt raus. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, alles klar, hier bin ich aufgewachsen. Ich liebe meine Gemeinde bis heute noch. Aber es muss weitergehen. Ich muss einfach weitergehen. Und die Entscheidung war hart. Aber ich
darf und möchte jeden dazu ermutigen, diese harten Entscheidungen zu treffen, um wieder zu wachsen. Ne? Mhm. Manchmal müssen harte Entscheidungen getroffen werden im Herzen, damit Gott wirklich neue Türen öffnen kann. Mhm. Ne? Ein neues geistliches Zuhause halt. Ne? Ja. Dann passierte Folgendes in 2016, als du dann nicht mehr in der Gemeinde warst und auch von daheim weggezogen bist, bist du gestürzt. Mhm. Ja, du warst irgendwie unterwegs und bist gestürzt und hast dir eine heftige Verletzung zugezogen. Ja. Was war da passiert? Genau, also du musst dir vorstellen, ich selber habe ganz viel an Leuten gesehen, sprich Heilung. Ich bin ja auch, nachdem ich aus der Gemeinde raus war, viel auf den Straßen, wir durften für Menschen beten. Und bezogen auf meine Verletzung, ich habe mich ganz übel verletzt. Marmortreppe bei meinem Onkel zu Hause. Leute fallen klassischerweise die Treppen runter. Ich bin so tollpatschig, ich bin die Treppen hochgefallen. Und reflexartig habe ich dann meine Beine so zusammengezogen und voll auf die Kante. Und jetzt stell dir vor, in dem Moment schießt Adrenalin in meinem Körper. Mir wird schlecht, mir wird kalt, mir wird warm. Ich so, was passiert hier gerade? Blut strömt aus meinen Jeans so heraus. Aus beiden Schienbeinen. Ja, aus beiden Schienbeinen. Und aus dem linken extrem. Und wir gehen aufs Zimmer und ich sage nur noch zu meinem Onkel, lass mich hier liegen. Lass mich hier liegen, ich will nirgends hin. Lass mich einfach nur schlafen. Ne? Das war die erste Reaktion. Und um es zu überspringen, ich bin einen Tag später erst ins Krankenhaus gegangen. Ne? Also ganz früh, würde ich sagen. Und in dem Moment sagte der Arzt nur so, okay, alles klar, eine Kreiswunde. Lass mal sehen, wärst du innerhalb von 6 Stunden gekommen, hätten wir das Ding zu flicken können. Okay. Aber dadurch, dass du jetzt einen Tag später da bist, können wir nichts für dich tun. Gefahr besteht, dass dein Knochen sich entzündet, wenn da Dreck reinkommt, deswegen bitte aufpassen. Und hast du Schmerzen? Ich so, oh ja, dann schreiben wir dir eine Ibo 600 oder so auf. Und davon habe ich reichlich bekommen. Bin natürlich nach Hause, humpelnd, konnte nicht richtig gehen. Und in diesem Moment hat sich meine Tante um mich gekümmert, sie ist Krankenschwester, hat dann immer die Bandagen gewechselt. Und du musst dir vorstellen, das ist alles an einem Tag passiert. Und das ganze Wochenende über hatte ich Schmerzen ohne Ende und ich habe mir jeden Tag mindestens 2 Ibuprofen 600 reingezogen und war wie benommen. So, jetzt musst du dir vorstellen, ich bin eher so ein heiterer Mensch, ich mag es kontrolliert. Und in dem Moment bin ich total benommen und ich kann nichts machen. Also meine Lebensqualität ist gesunken durch die Verletzung. Und zu dem Zeitpunkt war auch eine ganz schlimme Phase in meinem Leben, wo ich einfach gemerkt habe, es läuft nicht, beruflich, auch privat. Und dann auch noch die Verletzung, das war so die Kirsche auf der Sahnetorte, würde ich sagen. So. Obwohl du jetzt aber dann doch schon mit Jesus, ich sage jetzt mal, feurig unterwegs warst. Genau. Also ich war feurig unterwegs mit Jesus, aber mein Leben hat eine ganz andere Sprache gesprochen. Also mir ging es praktisch auf der eigenen Entwicklung, privat, beruflich, ne, es war einfach Stillstand. Aber es war absolut mit Jesus alles in Ordnung. Ja. Ich hatte einen Frieden, den mir niemand geben konnte. Ich war auch zu dem Zeitpunkt auch arbeitslos und so, ne? Also ich habe, oder arbeitssuchend. Aber in dem Moment hatte ich einen Frieden. Und du musst dir vorstellen, ich habe Frieden und knalle auf die Treppen und ziehe mir eine Verletzung rein. Und plötzlich sinkt dann wieder das Niveau komplett nochmal runter. Und in diesem Moment habe ich einfach nur gesagt, Herr, bitte, ne? Bitte, ich brauche unbedingt deine Gnade. Und ein paar Tage später hatten wir dann einen Hauskreis gehabt, also so Kleingruppentreffen unter Freunden, da waren wir 10, 12 Leute. Und du musst dir vorstellen, wir sind alle in so einem Kreis und wir haben so einen klassischen Ablauf. Wir singen, preisen Gott, reden über Jesus, was er in unserem Leben tut. Und ich sitze da und ich bin total weg, einfach von der Spur. Und die alle haben es gemerkt, sonst rede ich ja mal mit, sonst bin ich ja immer dabei. Und in dem Moment sagt ein Bruder zu mir so, hey, weißt du was, lass uns doch für dich beten. Wofür können wir denn beten? Und der einzige Gedanke, den ich hatte, war, nimm diesen Schmerz weg. Leute, also wenn es eine Sache gibt, wofür wir beten können, ist wirklich, dass dieser Schmerz verschwindet. Vorinformation, ich hatte Bandagen und jeden Abend hat meine Tante die Bandage gewechselt. Ich habe jeden Abend, jedes Mal beim Bandagenwechsel auf meine Wunde geschaut und da war so ein fettes Loch. Und also bis auf den Knochen, ne? Man konnte irgendwie da reinleuchten. Du konntest da reinleuchten und du hast einen Knochen sogar gesehen. Ne? Also die Gefahr war wirklich, dass ich mir eine Knochenentzündung reinhole. Was passiert? Ich mit meiner Bandage, wir beten für einen Bruder, den ich auch sehr schätze, der war wirklich sehr übereifrig im Glauben und das
haben wir auch, glaube ich, an dem Abend gebraucht. Mhm. Und wir beten zusammen. Und mein Anliegen war nur, für den Schmerz zu beten. In dem Moment spüre ich einfach von Kopf bis zum Fuß, wie mein Körper warm wird. Also wie bei der Verletzung, als ich Schweißausbrüche hatte und so. Genau so einen ähnlichen Schweißausbruch hatte ich auch plötzlich gehabt, aber es wurde warm, es wurde kalt. Mhm. Ich wusste nicht mehr weiter, aber es war ein positives Gefühl. Es war kein schmerzerdrückendes Gefühl, sondern es war eher, irgendwas passiert hier gerade. Und mein Kopf sagt in dem Moment, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Und in dem Moment hat sich mein Unglaube aktiviert. In dem Moment, als sie gebetet haben und mich gefragt haben, ja, und wie ist es jetzt? Ne, bei uns in der Gruppe, wenn man uns kennt, wir haben ja auch die Erfahrung, dass auch meistens direkte Heilung passiert. Das war auch die Erwartung. Und in dem Moment habe ich einfach gedacht, okay, das bildest du dir gerade ein. Mhm. In dem Moment hatte ich absoluten Unglauben, obwohl ich eigentlich immer mit meiner feurigen Art immer wieder für andere absoluter Glaube, wo jeder sich aufgibt. Ne? Mhm. Und ich habe mich in dem Moment komplett aufgegeben. Und dann dachte ich so, hey Leute, ich spüre was, aber keine Ahnung. Ne? Mhm. Und dann sage ich so, Herr, weißt du was, dann lass uns mal die Bandage abnehmen. Vielleicht drückt die Bandage zu fest. So, ich nehme die Bandage ab und plötzlich gucke ich, das Loch ist zu. Und du musst dir vorstellen, vorher gewechselt, ich glaube sogar an demselben Morgen noch gewechselt, da war ein Loch. Einen Mittag später, das Loch ist zu. Hatten dir die Ärzte nicht sogar vorher gesagt, es könnte bis zu 6 Monate dauern, bis die Wunde wirklich zugeheilt ist? 6 bis 12 Monate sogar. 6 bis 12 Monate. Der Arzt sagte nämlich, dass Schienbeinverletzungen kein Muskelgewebe haben. Mhm. Das heißt, Verletzungen direkt am Knochen, das ist auch für Fußballer und für Sportler immer so ein, Ausschlusskriterium. Mhm. Ne? Du kannst dann erstmal für die nächste Zeit keinen Sport machen. Mhm. Es sinkt generell die Lebensqualität. Ne? Und bei mir war das halt so, ich hatte eine als die potenzielle Gefahr, dass sich das entzündet am Knochen. Das wäre die schlimmste Situation. Und die zweitschlimmste ist halt, dass ich halt nicht richtig gehen kann, nichts arbeiten kann. Womöglich, wenn ich arbeiten möchte für einen Job, dass mich keiner nimmt, weil ich halt potenziell krankgeschrieben wäre. Ja. Aber in dem Moment war das Loch zu und ich hatte ein bisschen Schmerz. Wir hatten so eine Skala von 1 bis 10. Mhm. Wie gehst du damit um? 10 ist der aktuelle Schmerz, 0 ist weg. Ja. Ich hatte so eine 3. Okay. Und alle so, wow, Amen, und dein Loch ist zu, wie ist es damit? Und in dieser Sekunde haben wir nochmal gebetet und der Schmerz war komplett weg. Wow. Ich bin mit Krücken dorthin gekommen, bin ohne Krücken wieder nach Hause gegangen. Wahnsinn, ja. Halleluja. Amen. Wow, genau. Das ist ja echt eine starke Geschichte. Was hat das mit dir gemacht? Hat das nochmal irgendwie so einen Shift gemacht in deinem Glaubensleben oder... Ja. Was glaubst du, warum hat Gott das mit dir gemacht? Du, ich glaube, das war ein Geschenk Gottes. Es war einfach eine Gotteserfahrung. Ne? Wir sehen das auch in der Bibel, in der Apostelgeschichte, wie einfach, vorher sehen wir in den 4 Evangelien, wie Jesus wirkt, wie die Apostel wirken. Aber in der Apostelgeschichte ist Jesus nicht da, sein Heiliger Geist ist da. Ja, ja. Und ich durfte einfach nochmal sehen, wie lebendig er ist. Jesus muss nicht physisch da sein, sondern Jesus sagt, ne, wer meinen Namen bittet, der wird bekommen. Ne? Und in dem Moment haben meine Geschwister für mich gebetet und gebittet. Mhm. Und der Heilige Geist hat gewirkt. Und das Interessante ist, es ist wie so ein Geschenk, den Gott mir gemacht hat. Wir hatten so eine Bandage und wir hatten so eine Salbe gehabt. Mhm. Und die Salbe war immer rot. Nach jedem Mal, wenn wir gewechselt haben, war sie rot, wie wir sie draufgeschmiert haben. Mhm. Und an dem Abend war da so ein, ich sag mal so ein weißer Fleck, als ob einfach Gott uns da einfach so berührt hat, ne? Und einfach diese Wunde geschlossen hat. Wow. Und ich verbinde das als ein Gottesgeschenk. Es hat einen großen Shift in meinem Leben gegeben, weil ich einfach nicht nur theoretisch an Heilung glaube, sondern dass ich weiß, dass das, was ich bekommen habe, was ich empfangen habe, auch anderen geben darf. Anderen, wenn ich bete, auch beim nächsten Mal, dass ich für andere beten darf. Und danach sind auch verrückte Sachen geschehen. Ein Junge, der nicht an Jesus geglaubt hatte, war an dem Abend da und er hat es gesehen und ist zum Glauben gekommen. Heute studiert er Theologie. Wahnsinn. Wochen später sind wir in einem Restaurant. Ich bete für einen Kellner, der humpelt. Er wurde geheilt. Weißt du, es ist so, es sind danach so unglaubliche Dinge in meinem Glaubensleben passiert, die sehr erfrischend waren, die so erfrischend waren, dass ich gemerkt habe, es gibt mehr. Wir Christen, wir stehen nicht nur
einfach nur dort und gehen in die Gemeinde und funktionieren und sind automatisiert, sondern der Heilige Geist ist so spontan, dass er manchmal uns aus so einer Komfortzone rausholt, wo wir einfach mal lernen müssen, aufs Wasser zu gehen, einfach mal Risiken einzugehen, zu sagen, Herr, ich weiß gerade nicht, was hier passiert, ich weiß nicht, was mein Verstand mir sagt, aber ich weiß, dass du gute Pläne hast, gute Absichten hast und ich will dir vertrauen. Und diese Überraschung, die ist so positiv, dass du mehr willst. Du willst mehr erleben, du willst das Herzen des Vaters mehr kennenlernen. Und das hat so vieles in mir ausgelöst. Ne? Genau. Gott also deine Verletzung gebraucht, um einen Durchbruch in deinem Glaubensleben zu schaffen, damit du für andere hinausgehst und für sie beten kannst und diese Wunder erlebst. Ja, das ist wirklich ganz stark. Ja, du bist heute ein Evangelist. Du hast einen Kanal auf Instagram und ja, da redest du ganz viel von Jesus und du erzählst Menschen von ihm. Und was würdest du denn heute, wenn du zurückblickst, anders machen? Oder aber auch, wie würdest du die Menschen ermutigen, die gerade vielleicht mal in so einem tiefen Loch stecken und nicht wissen, wie es weitergeht oder wie sie zu diesem Feuer wieder kommen? Ja, also was würde ich anders machen? Nach dem heutigen Stand würde ich einfach sagen, dass ich lieber meine Zeit nicht verschwendet hätte. Die Bibel spricht ja auch davon, du kannst alles tun, was du willst, ne? Aber am Ende ist es wie so ein Haschen nach dem Wind, wenn du nicht weißt, wohin du willst. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, einfach das Ziel zu kennen. Und ich durfte das Ziel damals kennen, habe mich dagegen entschieden. Heute würde ich sagen, wenn du weißt, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann hast du schon mal ein Ziel. Und darauf hinzurennen, wäre heute so mein Rat. Und wenn du brennen möchtest, dann schau nicht nach links, nach rechts, weil ich sage immer so schön, dass Erweckung immer bei dir anfängt. Es ist immer so schlimm, wenn du deine Lebensqualität von anderen abhängig machst. Und wie schade wäre es, wenn du immer wieder dein Leben auf andere anpasst. Gott hat so viel mit dir vor, er schreibt Geschichte mit dir. Und du hattest jetzt gerade erwähnt gehabt, dass ich heute evangelistische Arbeit mache. Und ich liebe es einfach, wirklich in meine Berufung hineinzugehen. Ich liebe es, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich wünschte, ich hätte diese Zeit auch damals genutzt, um mich weiterzuentwickeln. Ich glaube, wir alle wollen uns entwickeln. Heute spricht man von Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, dass Heiligung der richtige Weg ist, einfach in das Herzen des Vaters näher zu kommen. Wenn du wachsen möchtest, dann guck erstmal in deinem Umfeld, mit wem möchtest du sein und triff kompromisslose Entscheidungen. Fahr nicht zwei Gleisen. Du bist mit einer Gleise viel schneller am Ziel, als wenn du immer wieder umsteigen musst. Wir kennen das in Deutschland. Wir sind bekannt dafür. Aber entscheid dich für dein Leben. Gott hat eine Gleise für dich persönlich gelegt. Und wenn du dich dafür entscheidest, auf diese Gleise zu springen, dann wirst du wirklich, du bist schneller als der ICE, du wirst sowas von abgehen. Und Gott wird dich in Gebiete mit reinnehmen, die sich nicht immer ganz schön anfühlen, nicht immer ganz, ich sag mal, Komfort. Aber es lohnt sich. Die Reise ist es wert, einfach mit Gott zu gehen, und merk dir immer, Gott ist spätestens pünktlich. Wenn du heute nicht das Gefühl hast, dass Gott in deinem Leben ist, er will wirken durch dich und nicht durch andere. Genau. Ja, Hamid, ich freue mich erstmal, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast, einfach die Story vor 6 Jahren einfach aus deiner Sicht wiederzugeben. Und ja, ich übergebe dir einfach mal das Wort. Ja, vor 6 Jahren durfte ich Zane kennenlernen. Ich wurde eingeladen zum Gottesdienst in Bergisch Gladbach. Und Bergisch Gladbach ist circa 30 Minuten von mir entfernt. Habe natürlich die Einladung angenommen, bin hingefahren. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist dementsprechend für einen Jungen zu beten, der Beinprobleme hatte und dafür operiert werden sollte, und er wurde geheilt. Zane hat es gesehen und hatte selbst eine Wunde am Bein und hat um Gebet gebeten. Natürlich haben wir die Anfrage bestätigt und für ihn gebetet, und nach 3-mal Beten haben wir immer wieder gemerkt, dass nach jedem Gebet der Schmerz weniger wurde, und beim 3. Gebet
Hat dann Zane wirklich den Mut zusammengefasst, seinen Verband abzumachen, um zu sehen, was dahinter ist, weil er hat eine Veränderung gespürt. Und wir haben gesehen, dass die tiefe Wunde, die er sich geholt hatte am Schienbein, zu war. Also die war komplett verschlossen und dementsprechend hatte er auch die Schmerzen nicht mehr und war geheilt. Und das hat ihn natürlich auch im Glauben nochmal extrem gestärkt. Lieber Zuschauer, du siehst durch diese Geschichte, dass Gott wirklich mit jedem einen Plan hat. So wie bei David im Leben hatte auch er eine Geschichte für ihn vorbereitet, einen Plan, und dieser Plan ist immer der beste. Ich lade dich einfach herzlich ein, sich auf Jesus einzulassen, egal wo du gerade bist, in welchem Loch du auch steckst und wie umständlich dein Leben gerade auch zu sein scheint. Entscheide dich einfach, ihm zu vertrauen und lass dich da wieder rausholen, denn da wartet so viel mehr auf dich, viel mehr als die Welt dir bieten kann. Danke fürs Zuschauen, hinterlasse gerne einen Kommentar, setze dich mit uns in Verbindung, wenn du ein Gebet brauchst oder ein seelsorgerliches Gespräch. Melde dich gerne, wir sind gerne für dich da. Bis zum nächsten Video.